In diesem Video möchte ich Ihnen die verschiedenen AVM-Fritzbox-Modelle vorstellen, die Telekom Festnetz-Neukunden bei Vertragsabschluss über uns erhalten können. Die AVM-Fritzbox 7430 ist ein günstiges Einstiegsmodell mit einfacher Telefonanlage für ein analoges Endgerät und verdeckt Schnurlos-Telefone und hat WLAN N integriert. Dann haben wir die 7490 zusätzlich auch für ISDN-Endgeräte sowie zwei analoge Endgeräte, Dual WLAN AC plus N. Dann haben wir die 7580 mit High-End-WLAN, das heißt also mit der Multi-User-MIMO-Antennen-Technologie, welche auch die 7590 hat, und diese unterstützt zusätzlich auch noch VDSL-Supervectoring. Im Folgenden möchte ich nun noch auf die Detailunterschiede der verschiedenen Boxen eingehen. Alle vier gezeigten Modelle eignen sich für den Telekom DSL- und VDSL-Anschluss inklusive VDSL-Vectoring mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Besonderheit ist dieses Modell 7590, dieses bereits für VDSL Super Vectoring mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde geeignet. Alle Modelle können am Telekom IP-Anschluss genutzt werden, die 7490 und die 7590 theoretisch auch noch am Telekom ISDN oder Analoganschluss. Die kabellose Heimvernetzung via WLAN ist ja für viele Kunden das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Routers. Das einfache Modell Fritzbox 7430 unterstützt WLAN N auf 2,4 GHz. Mit bis zu 450 Mbit pro Sekunde. Der mehrfache Testsieger 7490 hat ein Dual WLAN, das heißt eine Kombination aus WLAN AC mit 5 GHz und bis zu 1300 Mbit pro Sekunde und zusätzlich WLAN N auf 2,4 GHz mit 450 Mbit pro Sekunde. Das verbaute WLAN bei den beiden neueren Modellen 7580 und 7590 zeichnet sich durch die Multi-User MIMO-Antennen-Technologie aus, wo mehrere Kanäle gebündelt werden können. Damit sind besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten möglich. Auf 5 GHz WLAN AC sind dabei Geschwindigkeiten von 1733 Mbit pro Sekunde möglich und auf WLAN N mit bis zu 800 Mbit pro Sekunde und das Ganze auch noch gebündelt, also bis zu 2533 Mbit pro Sekunde sind mit den neuen Modellen erreichbar. Ein zusätzliches Gäste-WLAN lässt sich in allen vier Fritzbox-Modellen aktivieren. Damit können Ihre Besucher Ihren schnellen Telekom-Breitbandanschluss mitnutzen, ohne dabei Zugriff auf Ihre persönlichen Daten im Netzwerk zu erhalten. Ein Vierfach-Netzwerk-Switch hat ebenfalls alle vier Modelle integriert, die 7430 allerdings nur Fast Ethernet mit bis zu 100 Mbit pro Port. Die drei anderen Modelle haben hier einen Gigabit-Netzwerk-Switch, also mit bis zu 1000 Mbit pro Port. Die beiden neuen Boxen 7590 und 7580 haben zudem noch einen Gigabit-WAN-Port. Hier kann zum Beispiel ein Glasfasermodem eingeschlossen werden. Alle Fritzboxen können natürlich auch zum Telefonieren genutzt werden. An der 7430 kann ein analoges Endgerät wie Fax oder Telefon angeschlossen werden. Bei den drei anderen Modellen sind es zwei analoge Endgeräte. ISDN-Geräte unterstützt die 7430 nicht. Hierfür bräuchten Sie ebenfalls die 7490, 7590 oder 7580, denn diese haben einen integrierten ISDN-S0. Deckt Schnurlos-Telefone werden von allen vier Modellen unterstützt, das heißt bis zu 6 Schnurlos-Telefone können hier verbunden werden. Mit der Fritz-App Phone machen Sie im heimischen WLAN aus Ihrem Smartphone zudem auch ein Festnetztelefon und können Anrufe entgegennehmen oder führen. Auch diese Funktion wird von allen vier Fritzbox-Modellen unterstützt. Für USB-Drucker, Speichersticks und USB-Festplatten hat die 7430 einen USB 2.0-Port an der Seite. Die drei anderen Fritzboxen haben jeweils seitlich und hinten einen USB 3.0-Port, also jeweils zwei Ports an den drei anderen Modellen. Alle vier Fritzbox-Modelle sind natürlich auch kompatibel mit Entertain TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom. Zu allen Geräten haben wir auch nochmal einzelne Vorstellungsvideos in unserem YouTube-Kanal, wo wir nochmal näher auf die Anschlüsse an den Boxen eingehen. Zusammenfassend, die Fritzbox 7430 ist ein besonders günstiges Einstiegsmodell für preisbewusste Kunden. Die 7490 ist der langjährige Klassiker mit schon sehr guten technischen Daten, also ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die AVM Fritzbox 7580 mit High-End-WLAN für Kunden, die auf die Zukunft setzen wollen. Und die AVM Fritzbox 7590 nochmal die Weiterentwicklung davon durch Unterstützung von VDSL Supervectoring. Telekom Festnetz Neukunden, die ihren Magenta-Zuhauseauftrag über uns bestellen, erhalten alle Modelle zum günstigen Vorzugspreis. Es handelt sich dabei um ein Kaufgerät, das heißt, das Eigentum geht an Sie über. Bestellen können Sie alle Vorteilsangebote direkt online auf unserer Internetseite. In Verbindung mit einem Entertain TV-Vertrag gibt es alle vier Modelle besonders günstig. An unserer Hotline beraten wir Sie gern telefonisch.
zu den Tarifen, zur Verfügbarkeit und nehmen auch Ihre Bestellung gerne auf.